Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Ratgeber der Hundeschule Canis Lupus zum Thema Kuh wie Qualität in der Hundeausbildung oder in der Hundeerziehung. Ihr werdet euch fragen, wieso Qualität? Ich finde, es gibt ganz große Unterschiede, wie ein Hund ausgebildet oder erzogen worden ist. Wir als Mensch setzen Dinge schnell voraus und ich als Hundetrainer sehe oft, dass die Hunde überfordert sind mit vielen Dingen. Das heißt, der Hund kann das Geforderte schlecht oder gar nicht ableisten, weil ihm das Fundament fehlt einfach. Hunde lernen ja immer im Kontext bezogen, das heißt, sie verknüpfen immer ein Ort mit einer Handlung beispielsweise, also immer zwei Dinge miteinander. Und das ist auch das, was ich in der Hundeschule oft sehe. Auf dem Hundeplatz funktioniert vieles wunderbar. Mit Verlassen der Tür ist der Hund auf Reset gestellt. Ich sage immer, alles, was nach der Tür kommt, ist für den Hund wieder Freizeit. Und in dem Moment hat er das, was wir eben noch gemacht haben, eigentlich völlig gelöscht, könnte man meinen. Und genau da fängt die Qualität an. Ich bei meinen Hunden setze von Anfang an auf gute Qualität in der Hundeerziehung. Das heißt, mein Hund lernt alles von der Pike auf. Also Step by Step in kleinen Schritten und auch vor allen Dingen in allen möglichen Ablenkungsbereichen und Gebieten, in verschiedensten Umgebungen, so dass ich im Endeffekt von meinem Hund in jeder Lebenslage Dinge abrufen kann und er auch im Grunde genommen das auch ableisten kann überhaupt. Also er in der Lage ist und imstande ist, das Geforderte auch zu zeigen. Es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die für diese Qualität einfach wichtig sind, finde ich. Das ist zum einen, dass wir beim Üben natürlich nicht zu schnell vorgehen, dass wir Dinge, und sei es jetzt einfach nur ein Sitzkommando. Wir fangen wirklich erstmal im Kleinen zu Hause an und müssen aber dann, bevor wir das im größten Trubel und mit 30 Meter weggehen, irgendwo anders zeigen können, müssen wir viele, viele, viele kleine Zwischenschritte einlegen. Wir müssen anfangen, den Ort zu verändern. Wir müssen anfangen, die Ablenkung zu steigern. Wir müssen selber eventuell ein bisschen Bewegung reinbringen. Der Hund muss bei jedem einzelnen Kommando, was er lernt, muss er ganz verschiedene Reize um sich herum miterlernen, so dass er irgendwann imstande ist zu sagen, okay, Sitz, egal was um mich drumherum passiert. Und das wiederum ist schon harte Arbeit. Sitz an sich ist einem Hund sehr schnell auch mit Handzeichen gelernt, aber das heißt eben noch lange nie, dass er das überall und zu jeder Zeit schafft, das dann auszuführen. Und da kommt diese Qualität ins Spiel, dass wir eben sagen, wir müssen uns wirklich von dem Tag an, wo wir unseren Hund haben, die Zeit nehmen, alles in Ruhe mit vielen, vielen kleinen Zwischenschritten Step by Step zu erlernen. So ein paar Grundvoraussetzungen, wie gesagt, die für mich wichtig sind, ist natürlich zum einen ein respektvoller Umgang mit mir und meinem Hund. Also das heißt, dass mein Hund mich nun nie bei jeder Gelegenheit anrempelt und umrempelt oder anspringt und einfach so ein bisschen dort über die Stränge schlägt. Des Weiteren sind solche Sachen von Vorteil, dass er eben auch beispielsweise Leckerlis zart aus der Hand nehmen kann. Das ist auch immer so ein Zeichen, dass er einfach vom Kopf her relativ klar ist, dass er überhaupt lernen kann. Das ist immer wichtig, also dass er überhaupt lernt, Dinge aufzunehmen. Wenn ein Hund vom Kopf her nicht klar ist, wird er keine neuen Dinge aufnehmen. Und bei mir natürlich immer von großem Vorteil die Konditionierung auf den Klicker. Wenn ich diese, ich sag mal, ein paar Regeln versuche einzuhalten, dann habe ich eigentlich schon einen guten Grundstein gelegt, um ein qualitativ hochwertiges Training zu machen, sagen wir es jetzt mal so. Ne? Also nichts schnell übereilt und hektisch, sondern versucht euch immer bei allem, was ihr macht, Zeit zu nehmen für euren Hund, damit ihr sicherstellen könnt, der hat es auch wirklich verstanden. Weil das zeichnet gute Qualität einfach aus, dass der Hund weiß, was ihr wollt. Und eben nie überfordert ist und dann in Übersprungsverhalten geht, weil er einfach total gestresst ist und absolut nie nachvollziehen kann, was ihr gerade von dem wollt.
In diesem Sinne möchte ich mich erstmal verabschieden von euch für heute und wünsche euch wie immer viel Spaß mit eurem Hund. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gerne dürft ihr uns einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss!